Hi Tuber, es ist soweit. Modellbau 2.0 hat mich erreicht. In diesem Sinne habe ich mir den Prusa i3 zugelegt. Ja, ein schöner kleiner 3D-Drucker. Und wie das Ganze aussieht, der Zusammenbau. Der Einbau an dem Ganzen war eigentlich gar nicht so schwer, wie ich gedacht. Obwohl mein Bruder und ich da teilweise ein bisschen dran zu knabbern hatten, ging eigentlich alles recht flink und recht flott von der Hand. Alles sehr verständlich. Der Clou lag danach in den Einstellungen. Nun, wir sind da immer noch nicht ganz auf dem besten Dampfer. So hat die erste Konstruktion von mir, ja, leichte Schwachstellen, würde ich mal sagen. Aber das wurde dann im zweiten immer besser, wobei das Konstrukt noch nicht ganz perfekt überlegt war. So muss ich noch ein bisschen angleichen. Das sieht man am besten, wenn ich die Kamera mal rein dogge. Da sieht man nämlich, das passt soweit. Da kommt noch ein Klettband drüber. Und ja, woran erkennt man es? Hier vorne ist zum Beispiel der Slot nicht richtig platziert. Und an der Seite habe ich vergessen, die Aussparung für das Kabel vorzunehmen. Ansonsten ziemlich schönes, kleines, schnickes Ding, kann ich gut daheim drum benutzen. Wundervoll. Dann habe ich nochmal so ein, ja, das ist ein
einen Würfel. Das ist jetzt ein Teil, die anderen Teile folgen. Die wollte ich aber in schwarz haben. Das hier ist jetzt PLA. Die schwarzen Teile sollten in ABS. Wie gesagt, da kommen noch die Einstellungen. Wenn er fertig ist, zeige ich euch, wie der Ganze aussieht. Des Weiteren habe ich noch für meinen Hexakopter eine Halterung angefertigt. Die wird super sein, denn das ist das Stück, das ich brauche für das Gimbal. Da habe ich an der Unterseite, habe ich, ob ihr das jetzt so seht, habe ich zwei Haken. Es wird wunderbar reingehängt. Dann noch zwei Schrauben, mit denen das Ganze am Kopter befestigt wird. Und hier platziere ich noch zwei Löcher, damit das Gimbal ordentlich festsitzt. Also die ersten Teilerfolge. Wie es weitergeht, seht ihr. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich.